Hallo, willkommen zu einem nicht ganz so lustigen Video. Bußgeldkatalog, E-Scooter. Was erwartet euch, wenn man euch erwischt mit irgendwelchen nicht legitimen Geschichten an euren E-Scootern? Das möchte ich mit euch einfach mal durchgehen. Ich werde hier mal eben in den Bußgeldkatalog reinschauen. Dazu zeichne ich jetzt mal eben mein Handy-Monitor auf. Tja, fangen wir mal unten an, was? Die vorgeschriebene Glocke fehlt oder funktioniert nicht. Die deutschen Rechtsverdreher. Es gibt hier keine Glocke. Das ist ein serienmäßiger Ninebot Max G30D2. Ich habe keine Glocke. Ich habe eine Klingel. Ich lasse das mal eben so als Glocke durchgehen. 15 Euro. Die vorgeschriebene Beleuchtung fehlt oder funktioniert nicht. 20 Euro, okay, das ist, also Licht muss funktionieren, da sind wir uns mal alle einig, oder? Fahren auf dem Gehweg oder an anderen Stellen, wo dies verboten ist. 55 Euro, habt ihr es gewusst? Ich nicht. Mit Fahren auf dem Gehweg oder an Stellen, wo dies verboten ist, mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer. 70 Euro. Und dann auch noch andere Gefährden. 80 Euro. Mit Sachbeschädigung. 100 Euro. Ist eine Menge Holz. Machen wir uns mal nichts vor. Weiter geht's. Nebeneinander fahren. 15 Euro. Okay, also nebeneinander. Ja gut, man sollte schon hintereinander fahren. Ich als Autofahrer rege mich immer darüber auf, wenn Fahrräder nebeneinander fahren und meinen, sie wären die Schwertransporte und denen gehört die Straße alleine. Ja, ich setze mir eben anders hin hier. So, mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer nebeneinander fahren, 20 Euro. Mit Gefährdung, 25 Euro. Mit Sachbeschädigung, 30 Euro. Da können wir nebeneinander fahren. Und mit Sachbeschädigung auch noch nur 30 Euro. Das finde ich wiederum ein bisschen zu wenig. Also da muss ich sagen, da würde ich jetzt schon ein bisschen diese Strafe definitiv höher setzen. Fahren ohne Versicherungsplakette, 40 Euro. Hätte ich jetzt auch mit mehr gerechnet. Nur 40 Euro. Ihr kauft euch immer eine Plakette für ein Jahr. Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl das Elektrokleinstfahrzeug über keine ABE verfügt. 70 Euro. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu einem Thema. 70 Euro. Das Ding ist im Serienzustand. Wenn ich jetzt irgendwas verändere, hier mal eben so ein Schloss oder was auch immer da dranhängen möchte, kann ich machen. Sobald ich aber an das Fahrzeug herangehe, die Geometrie der Achsen verändere, hier so ein Sharkset einbauen, Stoßdämpfer vorne, hinten, was auch immer, erlischt die ABE. Das gleiche, Betriebssystem weg, verändert, erlischt die ABE. Wenn ihr hier über die Scooter Hacking Utility App irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen vornimmt, erlischt die ABE. Federn, was auch immer, Fahrwerksveränderungen, Zusatzakku, die ABE erlischt, wäre ich wirklich ganz, ganz vorsichtig. In Deutschland fahre ich mit meinem Scooter nur 20. Ich habe die original Ninebot Segway App, da habe ich hier drauf mit der original Software, momentan 1.7.0. Wenn ich in Belgien bin, das wisst ihr, ich bin öfter in Belgien, da gehe ich über die Scooter Hacking Utility, gehe ich her und modifiziere den, weil mit 20 bin ich in Belgien doch eine Gefahr für andere, weil die überholen mich da teilweise, die fahren im Zickzack um mich herum, da muss ich die Geschwindigkeit anpassen. Die Jungs von den Survival Masters, Grüße, empfehlen immer wieder, die Ninebot Segway App sofort zu löschen. Ich empfehle das nicht. Ich lasse die App immer auf meinem Handy. Wenn ich in Deutschland bin, brauche ich, um rechtlich sicher zu sein, die 1.7.0. Und die braucht ihr auch, wenn ihr mal den Scooter verkaufen möchtet. Was auch immer damit passiert, würde ich niemals mit einer geflashten Firmware-Version verkaufen, das Ding. Wer weiß, ihr seid rechtlich haftbar. Wenn ihr ihn abgeben solltet, verkaufen solltet, was auch immer, verschenken sollt an Vater, Mutter, Opa, Oma, immer mit der originalen Ninebot Segway Software, dann seid ihr rechtlich auf der sicheren Seite. Aus dem Grunde empfehle ich euch, löscht die App nicht, die Ninebot Segway App. Ihr braucht sie ja nicht zu öffnen, wenn ihr sie nicht haben möchtet. Schlummert auf eurem Handy vor sich hin. Dann
Kann sie machen, was sie will. Ich persönlich lösche sie nicht. Aber ich schweife gerade ab. Wir machen weiter hier. Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl die ABE des Kleinstfahrzeugs abgelaufen ist. 70 Euro, wie kann eine ABE ablaufen? Das sind doch für mich auch wieder irgendwelche Veränderungen. Eine ABE? Gilt die nur für ein Jahr? Nö. Unterschied sehe ich nicht, schreibt mir mal in die Kommentare. Was ist der Unterschied, ob ich überhaupt keine ABE verfüge oder ob die abgelaufen ist? 30 Euro. Schreibt es mir in die Kommentare. Elektro-Kleinstfahrzeug ohne Fahrzeugidentifikationsnummer auf öffentlicher Straße in Betrieb genommen. Haben die nicht alle eine Fahrgestellnummer? Also mein Boot hat eine Fahrgestellnummer. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich die rauskloppen sollte. Obwohl, wenn ich jetzt über Wish einen Scooter bestelle, ich glaube, na gut, die werden wahrscheinlich keine Fahrgestellnummer haben. Aber die haben eh sowieso keine Straßenzulassung in Deutschland. Gut, Verzögerungseinrichtung fehlt. Was ist eine Verzögerungseinrichtung? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Kleiner Tipp, eine Verzögerungseinrichtung ist die Bremse. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr geht in ein Zweirad-Fachgeschäft und sagt dem Zweirad-Fachangestellten, guten Tag, ich hätte gerne einen Zug für meine Verzögerungseinrichtung. Und wenn ihr Glück habt, fliegt ihr nicht aus dem Laden. Wenn ihr jetzt aber hergeht, hättet ihr einen Zug für eure Bremse, weißt ihr sofort, was los ist. Verzögerungseinrichtung, das ist auch wieder so typisch Beamtendeutsch. Verzögerungseinrichtung fehlt. Okay, fahren ohne Bremse, gut, da seid ihr mit 25 Euro noch gut dabei. Also ich würde nie ohne Bremse fahren, Entschuldigung. Ich würde niemals ohne Verzögerungseinrichtung fahren. Elektrokleinstfahrzeug entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen. Wer will das beurteilen? Was sind Sicherheitsanforderungen? Die Bremse ist da. Ich habe über die Scooter Hacking Utility habe ich das Ding hochgepusht auf 30. Entspricht den Sicherheitsanforderungen. Kann der Motor. Das kann der Gen 1. Das weiß ich. In anderen Ländern geht es ja. Was haben wir noch? Federn. Andere vorne Federung, hinten Federung rein. Entspricht den Sicherheitsanforderungen. Wer will das beurteilen? Also wüsste ich jetzt nicht, wie man das hier aufteilen, gruppieren soll. Zu zweit auf einem Kfz fahren. Okay, 10 Euro. Was ist denn? Vater, Mutter, Kind, Onkel, Tante, Opa, Oma, alle da drauf. Pro Person 10 Euro oder bleibt es bei 10 Euro? Keine Ahnung. Elektro-Kleinstfahrzeug mit Anhänger fahren. Was will ich denn damit wo transportieren? Schachtel Streichhölzer oder was? Gut, ich habe aber, nee doch, ich habe doch echt schon eingesehen, der kommt auf den Trichter, seinen Kinderfahrradanhänger, den tackerte der da dran. Ich habe gedacht, mich holen sie ab, aber gut. 10 Euro wären weg. Ein anderes Kfz anhängen. Also wenn ich mich jetzt vom LKW, PKW, Fahrrad, Motorrad ziehen lasse, na gut, also dann brauche ich kein Elektrokleinstfahrzeug, dann kann ich mir gleich einen Scooter ohne Motor nehmen und lasse mich ziehen. 10 Euro. Freihändig fahren? Nein, ich kann doch nicht mal einhändig fahren. Da falle ich schon fast auf die Fresse. Wie soll man dann freihändig fahren? Aber Bonus sind nur 10 Euro. Richtungsänderungen nicht angezeigt. 10 Euro. Das Ding hat keinen Blinker. Ich fahre, gerade gesagt, ich fahre hier nicht einhändig. Wie soll ich denn dann Fahrtrichtung anzeigen? Mache ich das auf der rechten Seite, gebe ich kein Gas mehr. Ich mache das teilweise mit dem Fuß. Ich halte dann einfach mal, wenn ich links abbiegen will, meinen linken Fuß raus. Aber selbst das ist schon grenzwertig. Aber gut, ich sehe schon, ich sollte sicherheitshalber immer 10 Euro dabei haben fürs Nicht-Anzeigen der Richtungsänderung. Oh, Moment, ich brauche mehr Geld. Richtungsänderung nicht angezeigt mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, 20 Euro. Und dann auch noch Sachbeschädigung dabei, 25 Euro. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber im Sicherheitshalber immer mal 25 Euro dabei. Rotlichtverstoß mit dem E-Scooter. Jetzt kommt's. Jetzt geht's auch an den Kragen der Leute mit Autoführerschein, nicht nur Jugendliche. Ihr seht schon unten rechts Punkte. Punkte in Flensburg. Bei rot über die Ampel gefahren. 60 Euro einen Punkt. Mit Gefährdung anderer Teilnehmer 100 Euro und ein Punkt.
mit Sachbeschädigung 120 Euro und einen Punkt. Also ihr fahrt bei Rot über die Ampel, da kollidieren irgendwie zwei auf der Straße, 120 Euro und einen Punkt habt ihr. Bei Rot über die Ampel gefahren, die bereits länger als eine Sekunde rot war, Grundtarif, nenne ich das mal so, 100 Euro. Mit Gefährdung anderer 160 Euro, mit Sachbeschädigung 180 Euro. Hau, 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 hau. Jetzt kommt's. Betrunken auf einem E-Scooter fahren. Ab 0,5 Promille 500 Euro. 0,5. Ab 0,5 Promille. 500 Euro Bußgeld. 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Zum zweiten Mal, ach, da geht's euch, da kriegst du noch so eine Art Rabattkarte. 1000 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot. Zum dritten Mal 1500 Euro, 2 Punkte, 3 Monate. Ab 3 Promille mit Verkehrsteilnehmergefährdung, Unfall verursacht oder durch Ausfallerscheinungen auffällig geworden. 3 Punkte und Freiheits- oder Geldstrafe. Und im schlimmsten Falle ist sogar, was heißt im schlimmsten Falle, oder der Führerschein ist erstmal weg. E-Scooter fahren ab 1,1 Promille, 3 Punkte. Knast, Geldstrafe oder Führerschein ist weg. Seid ihr noch in der Probezeit, Fahrzeugführer, Führerscheininhaber, wissen, was ich meine? In der Probezeit mit unter 21 Jahren gegen die 0,0 Promille-Grenze auf einem E-Scooter verstoßen. 250 Euro Geldbuße und einen Punkt. Soll heißen, auf einem Jahrmarkt ein Glas Bier unter 21 Jahren und ihr werdet erwischt. 250 Euro sind weg und ihr habt schon einen Punkt. In der Probezeit 2 Punkte. In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren ab 0,5 Promille ist Scooter gefahren, 500 Euro. 2 Punkte, 1 Monat weg. Da kommen wir zu den Rabattkarten. 1000 Euro, 1500 Euro. Ab 0,3 Promille mit dem E-Scooter gefahren, mit dem E-Scooter andere Personen gefährdet, durch Unsicherheiten auffällig geworden oder einen Unfall verursacht. 3 Punkte. Freiheits- oder Geldstrafe. Entziehung der Fahrerlaubnis kann drohen. E-Scooter ab 1,1 Promille gefahren. 3 Punkte, Geld, Freiheitsstrafe oder Entziehung der Fahrerlaubnis. Tja, dann habe ich jetzt aber noch mal eine Bonusfrage. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Was passiert mir, wenn ich mit einem umprogrammierten Scooter, der 30 in Deutschland fährt, entgegen der Fahrtrichtung auf einem Radweg, knüppelhackendick mit 1,5 Promille, dabei andere Personen gefährde. Was muss ich zahlen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, das war unser Video. Strafkatalog E-Scooter. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Denkt dann, lasst das Ding in dem Originalzustand. Verändert hier nichts dran, nur so seid ihr in Deutschland rechtlich sicher. Ja, das war unser Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen oder mal ein bisschen sensibilisieren. Mit dem Bußgeldkatalog könnt ihr auch hier jederzeit reinschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und Kanal abonnieren, kein Problem, ist Abo ist natürlich für euch kostenlos. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.